Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute lasse ich mal die Männer ran. Nein, ich mache einen Adventskalender auch für Männer. Und zwar geht es um den Nivea Men Do It Yourself Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 49,95 €, ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Ich habe ihn jetzt bei dm.de bestellt und ich bin sehr gespannt, ob er wirklich so gut ist. Er ist auf jeden Fall schwerer als der für generell, ne, der generelle Nivea Adventskalender, der jetzt nicht krass für Frauen gebrandet ist. Der kostet nämlich irgendwie mehr als 10 Euro weniger als der. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was wir hier drin haben. Ich meine, letztendlich steht's drauf. Kann man nicht anders sagen. Wenn man einfach ein bisschen rumguckt, dann sieht man, was drin ist. Ne? Ich möchte mich aber jetzt nicht so unbedingt mega krass spoilern lassen und würde einfach gerne mal mit euch zusammen reinschauen, was hier drin ist. Hier steht drauf, Do-It-Yourself Adventskalender, eine Freude bereiten mit dem Adventskalender-Set zum selber basteln. Da ist sogar Papiertütchen mit dabei. Alles, was ein Mann braucht. Da bin ich mal gespannt. Das ist nämlich eine Aussage, da lehnen sie sich aber ganz schön weit aus dem Fenster. Weihnachtlich gestaltet ist die Box auf jeden Fall, aber die Box ist hier eigentlich nicht relevant, weil man ja wirklich genauso wie damals die letzten Jahre bei Catrice, Essence und so weiter, hier ein Selbstbastelset geliefert bekommt. Und dann kannst du dir für deinen Mann, deinen Papa oder so was zusammenbasteln. Oh mein Gott! Ja. Wir haben hier, glaube ich, nur Full-Sizes drin. Ich bin gerade geflasht. Ich mache das jetzt einfach mal random, dass ich euch die Produkte zeige. Im Prinzip ist es ja kein richtiges Adventskalender-Unboxing, sondern eher so ein Unboxing. Egal, wir gucken jetzt einfach mal rein, was hier so drin ist. Und das hier fiel mir zuallererst ins Auge. Das ist fancy, ne? Hätte ich jetzt nicht unbedingt in einem Nivea-Adventskalender vermutet. Ich weiß auch nicht ganz genau. Ist das so eine Art Faszienrolle? Frage ich meinen Freund mal, ob der es gebrauchen kann. Der hat nämlich heute, während ich hier ganz viele Adventskalender-Unboxings gedreht habe, ganz freundlicherweise die Holzlieferung für unseren Kamin angenommen und die so schön weggepackt. Ich habe es mir eben angeschaut. Oh mein Gott. Ja, und er hat Rückenschmerzen. Und vielleicht kann ich ihn damit glücklich machen. Das ist halt, ne, so ein, ja, was ist das? Schaumstoff, ganz fest, ne? Es halt, gibt halt überhaupt nicht nach. Ich kenne das halt als ein so ein Ding. Das kannst du ja beim Yoga auch verwenden oder auch als Rückenmassage, dass du so rüberrollen kannst. Wahrscheinlich kannst du das aber auch super nehmen, um hier zwischen deine Wirbelsäule zu haben und dann genau an der Wirbelsäule entlang so zu gehen. Ich glaube, das ist cool. Also, da hat Nivea sich was überlegt, ne? Und dann könnte ich ja theoretisch Erwin, also meinen Stuhl, verwenden, um die Produkte darauf zu drapieren. Wie wär's? Ja, ich glaube, das machen wir. Dann machen wir mal weiter mit der Gesichtspflege. Das sind nur Full Sizes. Okay, also, nee, fast nur Full Sizes. Ich sehe hier auch kleinere Größen drin. Ja, ich glaube, dass der einen krassen Wert haben wird. Aber das rechnen wir ja alles aus. Hier habe ich Nivea Men Sensitive Gesichtspflegecreme. Pflegt und beruhigt für empfindliche Haut, reduziert 5 Anzeichen von Hautirritation, 75 ml sind hier enthalten. Und da Männer halt eine etwas andere Haut haben, die haben dickere Lederhaut als wir Frauen, macht es definitiv Sinn, dass Männer gerade im Gesicht auch explizit Männerpflegeprodukte verwenden. Natürlich kann man sich austauschen, dass Frauen Männerprodukte wegen des Duftes zum Beispiel verwenden oder Männer Frauenprodukte wegen des Duftes oder weil es einfach da ist mit verwenden. An und für sich macht das aber da definitiv Sinn. Ja, deswegen finde ich es gut. Hautirritation, Brennen, Rötung, Trockenheit, Spannungsgefühl und Juckreiz. Ne? Das wird dadurch bekämpft. So, dann haben wir etwas für die Haare mit dabei. Nivea Men Craft Stylers Natural Look Styling Cream. Braucht mein Freund nicht, der hat sehr kurze Haare, 3 mm. Ne? Ohne zu verhärten, formbarer Look. Härte, hier flexibler Halt, Härtegrad 4 von 6 ist das, 150 ml. Auch das dürfte eine Full-Size sein. Sieht auf jeden Fall ansprechend aus, da kann man sich nicht beschweren. Mann mit Doppel-N und mit einem N, wie man möchte. Und Sammy schnarcht sich da ein zurecht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist so geil, der Hund. Das ist so geil. So, dann machen wir weiter mit einem weiteren Gesichtsprodukt. Nivea Men Active Energy Waschgel. Koffein revitalisiert sofort. Das finde ich auch cool. 100 ml sind hier enthalten.
Also Männer sind ja eigentlich eher so pflegefaul. Aber ich glaube, wenn die halt extra Produkte so in einem Adventskalender bekommen, wo Nivea Men draufsteht oder was halt so verpackungsmäßig, die sind auch ein bisschen Verpackungsopfer, Leute, ne? So ein bisschen ansprechend für die sein könnte. Ich glaube, dass sie da auch zu greifen würden. Also, ne, ich bin auch gespannt, was mein Freund sich nachher hier dann von den Produkten für sich aussuchen wird, weil kriegt er natürlich ja auch immer, wenn er möchte. Aber das fand ich auf jeden Fall gerade sehr ansprechend. Deo kannst du immer gebrauchen. Und hier haben wir das Nivea Men Dry Impact, Dreifachschutz, Antitranspirant, 48 Stunden Protection. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mein Freund sagen wird, ja, nehme ich, finde ich gut. Weil die Nivea Deos mag der eigentlich auch ganz gerne. Ja, ist schön. Mensch. Echt gute Produkte. Das ist eher weniger was für ihn, weil er mag nicht so gerne diese Rolldeos. Ich persönlich mag sie sehr gerne nach der Rasur, weil die nicht so sehr brennen. Aber ich habe auch empfindliche Haut. Die hat mein Freund halt nicht. Der kann sich da auch eiskalt, der kann sich da alles drunter knallen. Ne? Der könnte sich da wahrscheinlich auch einen kurzen drunter knallen. Das wird bei ihm nicht brennen. Unglaublich. Black and White Invisible Antitranspirant, das Original. Das ist halt quasi wirklich, egal ob du weiße oder halt schwarze Kleidung trägst, das soll angeblich weder weiße Rückstände noch gelbe Rückstände geben, weiß ich nicht. Also so oft, wie ich irgendwelche Black and White Deos bei meinem Freund stehen sehe und auch selber verwende, trotzdem, unsere schwarzen und weißen Klamotten, vor allem die weißen Klamotten, haben Verfärbung. Da hilft das bei uns, glaube ich, nicht so wirklich, aber vielleicht verwenden wir zu ökomäßiges Waschmittel, ich weiß es nicht. Trotzdem, schönes Produkt bei Deo. So, auch das kann man sehr gut gebrauchen. Das kann ich ihm vielleicht auch mopsen. Mit Aloe Vera und Panthenol haben wir von Nivea Men Protect and Care Rasierschaum. Schützt und pflegt normale Haut. Er verwendet sowas nicht. Ich verwende sowas sehr, sehr gerne. Und ja, das macht halt, dass du keine Hautirritationen hast und gleichzeitig, dass du einfach besser rasieren kannst, dass man sich weniger schneidet, dass man nachher weniger Rasurbrand hat, ne? Und deswegen, das finde ich eigentlich ganz cool, ja. Das gehört sich auch in einem Nivea Men Adventskalender rein hier. Was war das für ein Ausspruch? Okay, ein bisschen was an Mini-Größen gibt es auch noch mit dabei, aber die können natürlich auch nicht nur 24 Full-Sizes hier reinhauen, dann wäre der Adventskalender wahrscheinlich sackenteuer geworden. Ich finde 49,95 schon happig. Dry Active Antitranspirant, das ist antibakteriell und hier haben wir 35 ml drin. Ja, halt so eine für unterwegs Größe, ne? Kann der Mann sich vielleicht ins Auto packen oder auf die Arbeit stellen oder so. Der Fokus war auch schon mal besser, muss ich wirklich zu dieser Kamera sagen. Die hat gerade einfach keine Lust, dieses Produkt zu fokussieren. Was ist denn los mit dir? Dankeschön. Muss man auch mal schimpfen mit der Technik hier, unglaublich. Nee, aber finde ich schön. Das ist cool. Ja, auch die Männer sollten mal ihre Lippen pflegen. Ich wusste nicht, dass es Labello extra für Männer gibt. Labello und Nivea gehören zusammen, ne? Also beide Beiersdorf. 24 Stunden Pflege für geschützte Männerlippen mit natürlichen Ölen ohne Glanz. Das ist auch immer wichtig, glaube ich, für Männer. Also für meinen auf jeden Fall. Und ja, finde ich cool. Dann hat er vielleicht sogar noch einen männlicheren Duft oder so, weiß ich nicht. Steht hier ja nicht drauf, ohne Mineralöle, mit Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, ne, ist doch nett. Ja, doch. Also schon krasse Produkte hier drin und wir sind noch nicht bei den ganz großen Kloppern angelangt, die kommen nämlich noch. Dann habe ich hier noch eine, ja, wir hatten schon eine Gesichtspflege, noch eine Gesichtspflege. Active Energy Gesichtspflegecreme Koffein Aufwachkick, pflegt und revitalisiert sofort, 50 ml sind enthalten. Und sowas finde ich persönlich, erfahrungsgemäß, dass mein Freund das cool findet. Also so Duschgele mit Koffeinkick oder sowas, hier Gesichtscreme mit Koffeinkick und so. Das kommt bei Männern gut an, die halt auch wirklich Kaffee-Junkie sind. Ich bin auch ein Kaffee-Junkie. Ich finde sowas auch sehr ansprechend. Würde da Nivea Koffeinkick nur draufstehen und nicht Nivea Men Koffeinkick, würde ich die auch cool finden, ne? Muss ich auch dazu sagen. Ja, sehr ansprechend, definitiv. Kann man mal gucken, wie das vielleicht von der Verpackung her aussieht. Ja, das sieht auch sehr spacig aus, ne? Das finde ich ansprechend. Guck. Ja, auch so eine Tasche ist mit dabei. Also so ein Tool ist auch nicht verkehrt für die Männer, ne? Frauen haben sowas auch in dem generellen Adventskalender drin. Es gibt ja, wie gesagt, keinen klassischen Frauen-Nivea-Adventskalender. Und das fühlt sich schön an. So ein bisschen Neopren-mäßig, ne? Das kannst du auch wirklich als Mann gut als Reisetasche nehmen. Ich glaube, das kommt ganz gut. Und da kriegen die Männer auch safe ihre Produkte für einen Wochenendtrip rein. Da kriegen die vielleicht sogar ihren kompletten Wochenendtrip rein. Also manche nehmen doch einfach nur eine Unterhose und ein Wechsel-T-Shirt mit, oder? Vielleicht ein paar Socken, wenn es hochkommt.
Oh, guck mal, das finde ich auch klasse. Active Energy von Nivea Men als Aftershave Balm. Koffein, sehr geil. Beruhigt sofort und revitalisiert. Ich habe mir damals immer dieses Nivea Men Sensitive Gedönsten Aftershave Balm oder Aftershave Lotion von meinem Freund gemopst. Ja, habe ich für mich verwendet, als es sowas für Frauen noch nicht so wirklich gab. Da bin ich irgendwann mal vor ein paar Jahren zu Rossmann gegangen und habe danach gefragt. Und die haben mich angeguckt, als würde ich nach dem Yeti fragen und haben mich dann tatsächlich auch in die Männerabteilung geschickt, weil da gab es das für die Frauen noch gar nicht. Das ist alles erst so in den letzten, ich würde sagen, 7 Jahren überhaupt erst in die Drogerien eingezogen für Frauen. Sonst gab es das nur für Männer. Auf jeden Fall ist das halt hier diese Active Energy Reihe und auch das ist sehr ansprechend für Männer und das finde ich klasse. Gefällt mir. Das vielleicht, ja, das hat auch wieder so eine geile Glasverpackung, ne? Das sieht fancy aus, Leute. Richtig hochwertig, männlich. Das ist ein Brecher, da kannst du einen schlagen, wenn er dich geärgert hat. Sollte man nicht machen. 100 Milliliter sind hier drin. Krasse Sache. Okay, jetzt haben wir noch einen Lippenbalsam drin. Da muss ich wirklich ehrlich sagen, ja, ist sinnvoll, noch einen Sun Protect Lip Balm mit reinzupacken. Andererseits, 2 Lippenpflegestifte in einem Männer-Adventskalender ist schon krass. In einem Frauen-Adventskalender ist es schon hart. Aber in dem Männer-Adventskalender, die trauen sich was. Mit Lichtschutzfaktor 30 finde ich definitiv sicher. Sicher und gut halt, ne? Verwende ich auch im Sommer. Ja, 24-Stunden-Pflege und Schutz vor UV-Strahlen ist mit Shea-Butter und wasserfest. Man muss halt einfach aufpassen. Manche von diesen Lippenpflegestiften mit Lichtschutzfaktor machen halt einen Weißfilm drauf, so ein White Cast. Ne? Das sieht ein bisschen merkwürdig dann aus. Ja, bei dem weiß ich es jetzt nicht. Der von Freiöl zum Beispiel, den ich schon mal aufgebraucht habe, den mag ich sehr gerne. Der hat echt gut funktioniert und der hat keinen White Cast gemacht. Der war sehr empfehlenswert. Dann haben wir noch eine Travel Size von einem Rasierschaum mit dabei. Ja, wir hatten jetzt schon eine Full Size mit dabei, aber es ist ja beim Deo das Gleiche. Auch sowas kann man auf Reisen ganz gut mitnehmen oder so. Ne? Ist es nicht sogar der gleiche? Nee, oder? Das ist Sensitive und das ist einfach Protect and Care. Okay, es sind unterschiedliche Intensitäten. Dann ist es schon wieder in Ordnung. Hier haben wir 50 Milliliter enthalten. Auch das, ich finde es halt, ne, okay. Und Rasierprodukte kann Mann mit Doppel-N, aber auch Frau recht viel gebrauchen. Ne? Also von daher ist es okay, wenn es jetzt halt nochmal in der Kleingröße nochmal quasi mit drin ist. Hier haben wir dann auch die ganzen Tütchen. Das sind jetzt so... Ja, Blankotütchen, ne? Da steht jetzt soweit nichts drauf. Haben wir hier eigentlich auch irgendwo Zahlen? Achso, die kommen später. Okay, Tütchen haben wir auf jeden Fall auch hier drin. Dann habe ich hier Full Size Strong Power Shampoo. Finde ich klasse. Meeresmineralien und Aktivpower System kräftigt und stärkt. Finde ich klasse. 250 Milliliter enthalten. Braucht, ja doch, mein Freund verwendet Shampoo. Das muss man wirklich sagen. Auch wenn er nur 3 mm hat, er verwendet Shampoo für die Haare. Weil die Kopfhaut ja auch noch ein bisschen anders Bedürfnisse hat als die Körperhaut. Ne? Da sollte man vielleicht auch andere Produkte verwenden. Hat er gut für sich entdeckt, das zu tun. Und ja, ne? Deswegen, das finde ich cool, das mag ich leiden und das wird sicher auch gut riechen. Ja, der Klassiker, ne? Die Nivea Men Creme Gesicht, Körper, Hände, das ist dieser Klassiker mit 30 Millilitern. Ja, finde ich gut. Jetzt haben wir noch eine kleine Duschgel-Eskalation, glaube ich. Active Energy, da gibt es auch noch hier die Pflegedusche revitalisierend mit Koffein. 3 in 1 Körpergesicht und Haar, das ist 1A für meinen Freund. 250 Milliliter sind hier enthalten und das finde ich sehr, sehr ansprechend. Und das wird ihm gefallen und ich denke, dass er sich das rausnehmen wird und sagen wird, ja, wobei er schon einige Duschgele im Schrank haben wird. Na, mal gucken. Und das ist schon sehr ansprechend für ihn. Ich glaube, Nivea Men ist allgemein für ihn sehr, sehr ansprechend. Hier haben wir auch noch eine weitere Pflegedusche. Ocean Fresh, das ist nicht so unbedingt was für ihn. Er mag nicht so gerne diese frischen Duschgele, aber es gibt genug andere Männer in meinem Umfeld, die das mögen. Auch das für Gesicht, Körper und Haar. Jo, auch das finde ich gut. Halt eine Dusche, ne? Das ist das, was der Mann halt hauptsächlich verwendet. Da muss ich ihn nicht irgendwie zu überreden, das verwendet er einfach, weil er es gerne verwendet. Da muss man nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Finde ich interessant. Ich denke auch, dass viele Männer ein Haarspray verwenden. Ob die unbedingt eine Volumenpflege verwenden mit Panthenol und Vitamin B3, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da hätten die besser irgendwie so eine Art Haarlack oder sowas reinpacken können. Irgendwas, was halt richtig krass haltbar ist. Also, weiß ich nicht. Das ist jetzt doppeltes Volumen, 24 Stunden halt extra stark. Und hier haben wir 75 Milliliter drin. Ich kenne den einen oder anderen Mann, der längere Haare hat und sowas dann auch gerne verwenden wird, definitiv. Aber mein Mann mit 3 Millimetern nicht mehr. Damals hat er das gemacht, als er noch eine andere Frisur hat.
Auch die klassische Bodylotion darf nicht fehlen. Das ist die Nivea Men Vitalisierende Bodylotion. Zieht schnell ein, vitalisiert und erfrischt normale bis trockene Haut mit Vitamin E, 250 Milliliter. Und das ist gut für die Haut. Und ja, ich weiß noch, mein Freund hatte sowas mal irgendwann bei sich auch tatsächlich stehen. Auch die Nivea Men, ne? Und ich glaube, die stand 2 Jahre bei ihm und er hat sie nicht aufgebraucht. Also eine kleine Größe wäre für ihn auf jeden Fall sinnvoller bei Bodylotion, weil er cremt sich nie ein. Nie. Und er hat so eine gute Haut. Das ist so Wahnsinn. Der hat eine ganz andere Haut als ich. Der hat überhaupt nicht so eine sensible Haut, sondern halt eine sehr, sehr robuste Haut, die super schnell braun wird und so. Ne? Ich bin so neidisch. Ja, ne? Wird er nicht verwenden. Das hier ist eine Pflegedusche mal wieder, Protect and Care Nivea Men 3-in-1 Körper, Gesicht und Haar. Das ist eine Reisegröße mit 50 Millilitern. Auch das gehört in diesen Adventskalender gut mit rein. Finde ich schön, dass es drin ist. Und diese ganzen Mini-Größen passen doch bestimmt total super in diese Tasche rein, ne? Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Sonnenschutz, das finde ich auch wichtig. Nivea Sun, Schutz und Pflege, sofortiger Schutz, 48 Stunden Feuchtigkeit, 30 hoch, jo, wasserfest, 30 Milliliter sind hier drin, eine schöne Reisegröße. Für mich persönlich ist 30 nicht ausreichend, ich brauche definitiv 50 oder 50 plus, aber ich bin auch nicht das Maß aller Dinge. Ich bin halt sehr, sehr sensibel von der Haut her, ich bin sehr hellhäutig, ne, und brauche dementsprechend Pflege, Pflege, Pflege. Eine Handcreme, die muss auch sein, finde ich. Das ist auch wichtig, ne? Also gepflegte Männerhände sind so schön, mag ich richtig gerne leiden. Das ist eine intensive Pflege mit natürlich Mandelöl und Shea-Butter für trockene Haut mit 30 Millilitern. Und das ist eine, die halt schnell einziehen soll. Und das finde ich sehr sympathisch, weil gerade Männer wollen jetzt nichts, was Ewigkeiten fettet oder so oder rückfettend ist, sondern schnell einziehen, schnell die Pflege durchziehen, schnell, 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 druff, druff, druff und nicht dieses, ich mache mir ein Pflegeritual und ein kleines Spa im Badezimmer. Gibt Männer, die das durchaus auch feiern, aber es ist eher so, dass die Frauen das mehr genießen als die Männer. Also von meiner Erfahrung und aus meinem Umfeld der Männer, die ich so kenne hier. Oh je, sie redet sich um Kopf und Kragen. Auf jeden Fall, Handcreme finde ich gut in einem Männer-Adventskalender. So, dann haben wir hier auch noch große Viecher drin, wo man was reinmachen kann. Finde ich auch praktisch. Dann haben wir hier noch die ganzen... Oh, das finde ich schön. Wir haben hier einen Stickerbogen mit den Zahlen und mit Sternchen. Dann haben wir einen Stickerbogen mit Merry Christmas und was nicht alle. Da kannst du die halt richtig verschönern. Das finde ich schön, dass du nicht nur die Zahlen so drauf knallst, ne? Und den haben wir doppelt. Ja, das finde ich gut. Das mag ich leiden. Und als allerletztes haben wir hier auch nochmal ein Pöttchen von der 30 Milliliter ganz klassische ja, Creme. Dieses Pöttchen, ne? Von Nivea. Auch das finde ich super. Ey, es ist schwierig, einen Adventskalender für Männer herzustellen. Wenn ich mir jetzt so mal die Lancôme, Biotherm und so weiter Adventskalender angucke, finde ich die bei weitem nicht so durchdacht und liebevoll gestaltet, wie der von Nivea jetzt aussieht, oder? Oder von Nivea Men vielmehr. Das ist also wirklich in Full-Size die Produkte, die man mit Doppel-N wirklich gut gebrauchen kann. Und nicht einfach nur irgendein Tüdelü, sondern sinnvolle Produkte. Da gibt man auch gerne 49,95 für aus. Und da muss man keine 80 Euro für ausgeben, wie bei anderen Marken. Und hat ja auch wirklich viele Originalgrößen mit dabei. Ihr Lieben, das war's jetzt hier auch von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!